Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und heute haben wir endlich wieder eine Neuerscheinung zu Gast, nämlich den Le Beau in der Eau de Parfum Konzentration. Der Le Beau in der originalen Konzentration, das muss ich direkt vorab sagen, ist ja eigentlich ein Duft, der ja nicht wirklich zur Le Male-Familie gehört. Ganz technisch gesehen muss man sagen, dass Jean Pogotier diese beiden Düfte wirklich trennt. Sie sehen sich sehr ähnlich, das ist gar keine Frage, wobei man sagen muss, dass die Le Beau-Verpackung, also das Flakon, einfach ein bisschen massiger aussieht. Nichtsdestotrotz, technisch haben die Düfte nichts miteinander, sie riechen nicht gleich. Und das Einzige, was sie so eben miteinander haben, ist natürlich das Erste, dass sie von Jean Pogotier kommen. Und das Zweite, dass die Flakons, ich sag mal, in die ähnliche Richtung gehen. Also hätte jetzt irgendwie Guerlain diesen Duft gemacht mit dieser Verpackung, hätte wahrscheinlich Jean Pogotier direkt eine Klage rausgehauen. Man muss aber sagen, dass bis auf das Flakon sich da eigentlich relativ wenig ähnelt. Übrigens gibt es auch von Jean Pogotier einen Le Beau Mal. Den gibt es noch zu kaufen, zwar nicht direkt bei Jean Pogotier, aber ich habe gesehen, den gibt es noch in Abverkäufen bei einigen Händlern. Ich weiß nicht, ob der wirklich eingestellt wurde. Auf Parfumo ist die Bewertung halt ziemlich grottig. Das heißt, ich vermute mal, dass die Verkaufszahlen, ich habe den auch noch nie irgendwo gesehen oder was von dem gehört, bis jetzt zu dem Video, um ehrlich zu sein. Also da wirklich nicht irritieren lassen. Er sieht komplett anders aus als die Le Beaus. Er soll anders riechen und er passt eben eher in die Le Male-Familie. Jetzt bin auch nicht geruchstechnisch, aber ich sag mal designtechnisch. Diesen Duft habe ich jetzt erst sehr kurz bekommen, konnte ihn erst gestern ein bisschen auf der Haut testen und natürlich jetzt fürs Review. Deswegen zur Haltbarkeit, das direkt vorab, ich werde das nachher anschneiden, kann ich noch nicht so detailliert viel zu sagen, kann aber schon allgemein sagen natürlich, wie der Duft projiziert. Ich würde sagen, ich steige direkt ein mit dem Flakon. Das Flakon sieht dem originalen Le Beau einfach komplett identisch ähnlich. Man kann sagen, Größenverhältnisse sind komplett gleich. Du siehst ja unten, dieses Blatt ist auch komplett gleich. Der Sprüher, ne, alles ist identisch, nur die Färbung ist leicht anders. Hier kann man echt sagen, man sieht wirklich, was das Eau de Toilette und was das Eau de Parfum ist. Die sehen sich einfach komplett identisch. Ich finde den Le Beau Flakon an sich gut gelungen. Das Einzige, was ich bei dem ein bisschen störend finde, ist, dass das Flakon einfach größer ist als das vom Le Male. Das sieht einfach nebeneinander nach nichts aus. Ich würde mir eigentlich wünschen, oder ich hätte mir gewünscht, ist ja jetzt zu spät, dass sie diese Le Beau-Familie einfach genauso groß machen wie die Le Male-Familie. Sicherlich, sie wollten irgendwie zeigen, dass diese Düfte nichts miteinander zu tun haben, aber jetzt mal vollkommen ehrlich, die Düfte sehen einfach komplett gleich aus und das hätte man einfach nur wegen der Ästhetik im Schrank einfach auch genauso groß machen können. Die Umverpackung ist aber natürlich ganz normal, ich sag mal schon in Le Male-Manier, in diesem typischen Zylinder, fässt sich sehr gut an, fühlt sich sehr hochwertig an, kann man auch wieder unten aufdrehen und innen drin haben wir eben wieder diese Samtpräsentation, in dem dieser Flakon einfach, ich sag mal, gefasst ist. Ich möchte mit dir aber jetzt sofort starten und testen, wie der Duft riecht. Dafür nehmen wir uns einfach das Flakon und sprühen uns es zweimal aufs Handgelenk. Falls du den Le Beau jetzt auch schon hast, kannst du auch direkt mal mittesten und ja, mal schauen, wer mehr riecht. Ne? So, und let's go. Wow, am Anfang haben wir sofort, und ich habe jetzt wirklich nur ein, zwei Sekunden dran gerochen, so eine Ananasnote. Und die ist genauso schnell weg, wie sie gekommen ist. Also ich fand sie am Anfang sehr angenehm gerade, aber es war sofort wieder weg irgendwie. Und drunter so ein leichter Kokosschimmer. Der ist direkt vorab, aber ich mache erstmal weiter. Jo, also drunter haben wir sofort eine Kokosnuss. Ich rieche auch ehrlicherweise gerade eigentlich nicht mehr als Kokosnuss. Wie gesagt, am Anfang so ein bisschen Ananas. Ich habe das Gefühl, dass die Ananas jetzt so ein bisschen drunter liegt, aber ich kann das nicht so genau fassen. Wir haben gerade wirklich einfach eine massive synthetische Kokosnuss. Also wirklich Kokos irgendwie auf 7000% gedreht. Und das ist so die erste Kopfnote, die man erfährt. Also relativ linear und einfach sehr wenig entwickelt gerade. Also wirklich einfach nur Kokosnuss, eine Note präsent. Ja, also und da kommen wir auch schon sofort zu einem Punkt, der mich bei dem originalen Le Beau auch schon gestört hat. Die Kopfnote beim Originalen ist ja wirklich, also ich liebe sie. Ich prüfe den auf und so die ersten paar Sekunden, ja, ist wirklich toll. Und dann ist halt so dieser Moment erreicht, wo ich wirklich sagen muss, so, ja, es wird halt synthetisch, es wird halt irgendwie muffig. Beim Originalen hast du wirklich so einen Muff-Faktor und das finde ich immer so ein bisschen. Es legt sich, das weiß ich selber, ich meine, das werden die meisten von euch auch wissen, das legt sich komplett, aber das haben wir hier auch. Weniger, sage ich direkt vorweg, weniger. Und ich glaube, das kommt von der Kokosnuss. Ich wusste damals nicht so ganz, von wo das kommt. Ich habe aber jetzt das Gefühl, es kommt einfach wirklich von dieser Kokosnote, weil das ja das Einzige ist, was ich hier gerade wirklich irgendwie riechen kann. Ja, wenn ich so ein bisschen tiefer schaue, habe ich immer mehr dieses Gefühl, dass wir auch so eine Puderigkeit mit drin haben. Natürlich, das wird primär von dieser Kokosnuss, die einfach oben in der Kopfnote so präsent drin ist, getragen. Habe aber unten drunter auch noch eine leichte eben Pudernote, so diese Iris, das typische, ja, was man beim Originalen auch leicht kennt, hier eben noch mal ein bisschen stärker. Auch rieche ich ehrlicherweise so eine leichte Vanille raus. So eine Mischung zwischen holzig, vanillig irgendwie. Also ihr kennt das ja, wenn man eben nicht
eben so eine typische Vanille hat, sondern eben so ein bisschen holzig-vanilliger. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendein Duftstoff ist oder ob das wieder irgendein Duftakkord ist, was so unten mitschwingt. Also ich würde sagen, Herz, Basis irgendwo ist so ein bisschen vanillig, holzig irgendwo. In der Mitte, ja, so ein bisschen Ananas irgendwie, diese typische, ja, man kann eigentlich sagen, typische Lebo-DNA. Und oben nochmal die Kokosnuss komplett voll aufgedreht. Auch hat er oben so eine leichte Zittrigkeit. Ich glaube, das kommt von dieser nachgeahmten Ananas irgendwie, die so ein bisschen versucht, hinten hochzuklettern irgendwie und dann eben oben nochmal so einen frischen Touch gibt. Also ich vermute mal, dass hier auch einfach mit Zitruskomponenten gearbeitet wurde, was dem Ganzen einfach obenrum nochmal so ein bisschen so diesen Spike gibt, dass es eben nicht nur so langweilig kokosig ist. Aber ich habe schon gesagt, langweilig, das finde ich den Duft gar nicht. Also ich finde, diese Duft-DNA ist wirklich sehr gut gelungen. Man muss auch sagen, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Duftentwicklung über, dass sich der Duft einfach sehr schön entwickelt. Der Originale hat ja nach immer noch 2, 3 Stunden immer noch diese muffige Note mit drin. Die legt sich hier aber komplett. Nach, ich sag mal so etwa einer halben Stunde, kann man schon sagen, ja, eine halbe bis eine Stunde, legt sich die Muffigkeit komplett ab. Und wir haben einfach eine, ja, eine Lebo-DNA in schöner. Also die Ananas ist präsenter, Kokos ist präsenter. Und er wirkt einfach alles in allem runder, frischer, abgeschlossener. Man kann bei diesem Duft wirklich sagen, und das sage ich selten und das sage ich aber trotzdem gerne, es ist eine Eau de Parfum-Nachfolge von dem Eau de Toilette. Wenn du das Eau de Toilette magst, wirst du auch das Eau de Parfum mögen. Und wenn du das nicht mochtest, wirst du das Eau de Parfum wahrscheinlich auch nicht mögen. Er hat aber halt echt eine Schwäche, die das Originale auch hat, und das nennt sich Silage. Ich finde, die Haltbarkeit bei dem ist vollkommen okay. Also wirklich die Haltbarkeit, der hält bei mir ruhig mal 6, 7 Stunden. Das ist bei dem wirklich kein Problem. Aber die Silage, Leute. Also, wie soll ich das erklären? Die erste halbe Stunde, vielleicht auch Stunde, knallt der Duft wirklich. Also am Anfang knallt er einfach wirklich. Ich habe mir einen Sprüher, als er ankam, aufs Handgelenk gemacht und der ganze Raum roch danach. Es war wirklich super intensiv. Und nach irgendwie, ja, einer Stunde war es halt weg. Und das war nicht nur, weil ich noseblind war, sondern ne, du gehst ja auch mal raus aus dem Raum, gehst wieder rein und es war weg. Es hat nichts mehr danach gerochen. Also die Silage ist am Anfang wirklich, und das ist ja bei dem Le Male an sich sowieso ein Phänomen, am Anfang Kopfnote, ne, die brennt durch, die haut einfach komplett rein und dann lässt der Duft einfach super stark nach. Und das finde ich wirklich schade. Ich finde, also die Haltbarkeit ist besser als bei dem originalen Le Beau, aber ich finde, die Silage ist etwa gleich, kann man sagen. Wie gesagt, er hält länger, er wird euch auch länger irgendwie eine leichte Aura um euch herum geben, aber ich sag mal, raumeinnehmend ist er einfach nicht. Am Anfang super intensiv, aber wirklich, er lässt super schnell nach. Wie sieht's jetzt aber aus? Kann ich dir den Le Beau in der Eau de Parfum-Konzentration wirklich empfehlen? Ich sag's mal so: Er erfindet das Rad halt nicht neu. Er ist halt natürlich ein würdiger Nachfolger vom Originalen. Er riecht besser, er riecht runder. Aber es lohnt sich für die meisten von euch, glaube ich, nicht, wenn ihr das Eau de Toilette habt, das Eau de Parfum noch dazu zu kaufen. Er ist dem einfach zu ähnlich. Der Duft ist einfach zu ähnlich. Das kann man einfach so sagen. Er ist zu ähnlich. Sprühe das Originale 2, 3 Mal mehr. Riecht nicht so nah am Arm. Wie gesagt, die muffige Note ist in der Silage nicht da. Nur am Arm ist hier eben eher weniger da. Dann ist es halt der identische Duft. Aber wenn du vor der Entscheidung stehst, soll ich mir jetzt den Le Beau in der Eau de Toilette oder in der Eau de Parfum-Konzentration kaufen, dann sage ich dir auf jeden Fall, kauf dir das Eau de Parfum. Er ist ein schöner Duft, sommerlicher Duft, macht sehr vieles richtig, merzt die Fehler des Originalen aus, und das muss man ja wirklich hervorheben. Er merzt die Fehler des Originalen aus, er macht sehr vieles besser, er riecht erwachsener, intensiver, die Stärken sind betont und die Schwächen, ja, eben nicht so stark. Und das muss ich wirklich sagen. Deswegen ist das hier wirklich ein würdiger Nachfolger und wirklich alles in allem ein bisher in meinen Augen guter Duft. Auch kommt dazu, dass der aktuell, ich habe ihn jetzt in Deutschland bestellt, ich habe extra gewartet, bis es ihn hier zu kaufen gibt, nur 50 € kostet. Also mich hat er etwa so 50, 55 € gekostet. Und ich meine, den Le Beau als Eau de Toilette, ich glaube, der kostet auch irgendwie so 40, 50 €, also auch so in dem Dreh. Und da muss man sagen, hey, Moment mal, für irgendwie 10 € mehr bekommst du halt das Parfum, das so viel besser riecht. Das ist halt ein No-Brainer. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde wirklich, mit dieser Konzentration hat sich das Eau de Toilette eigentlich erledigt. Kann man wirklich so sagen, man sollte jetzt wirklich zum Eau de Parfum greifen. Falls du also überlegst, kaufe ich mir jetzt den Le Beau für den Sommer, der Sommer kommt ja langsam, dann auf jeden Fall Eau de Parfum, meine Empfehlung. Wirklich schöner Duft, gerade Preis-Leistung ist der halt echt vorne dabei. Mich würde jetzt aber interessieren, ob du den Le Beau in der Eau de Toilette-Version oder Eau de Parfum-Version sogar schon hast und was du von ihm hältst. Und natürlich, falls du den schon hast, ja, wie er für dich riecht und ob er für dich auch wie für mich die bessere Wahl ist. Danke dir fürs Zuschauen. Abonnier mich gerne, falls du das noch nicht hast. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.